nach 1,5 Jahren Entwicklung ist es jetzt soweit. Hier ist die erste Horex aus der Serienproduktion. Wir sind hier in Großdölln bei Templin, der Stadt Templin in der Nähe von Berlin. Und hier auf der Teststrecke in Großdölln zeigen wir euch jetzt die erste Horex VR6 beim Fahren. Nun der neue Motor, das LED-Display, unsere Kohlefaserentwicklungen, das Fahrwerk, das wir auch in vielen Tests vorher schon abgestimmt haben. So wie angekündigt ist hier bei mir Martin Bauer. Martin Bauer ist ein langjähriges Mitglied im 3C Racing Team und einer der bekanntesten und besten deutschen Rennfahrer der ganzen letzten Jahre, dreifacher deutscher Meister. Ja, also wir haben hier wirklich ein sehr besonderes Motorrad vor uns stehen. Eine Kombination, die es so auf dem Markt bis jetzt noch nicht wirklich gegeben hat. Wir haben hier einen großvolumigen Motor mit großem Hubraum gepaart mit einem sehr, sehr leichten Handling. Man kann es vergleichen mit der 600er Klasse von der Handling-Seite her. Das macht das Motorrad unheimlich interessant zu fahren. Fahren macht sehr viel Spaß, weil die Fahrdynamik von diesem Motorrad seinesgleichen sucht. Das Gewicht spürt man im Fahrbetrieb so gut wie gar nicht. Das macht wirklich viel Laune und sowas muss man selber mal gespürt haben. In Kombination mit einem Sechszylindermotor, der natürlich auch vom Sound her noch das gewisse Würze dann noch reinstreut, macht das Ganze zu einem echten Fahrerlebnis, das man auf jeden Fall mal probiert haben muss.